Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers Resources Suffered with Public. In der letzten Folge haben wir uns ja hauptsächlich ein bisschen darum gekümmert, hier die Autobahnzufahrt für die Stadt Svitkovo umzubauen. Oder besser gesagt abzureißen und jetzt gleich umzubauen. Hier brennt eine Ölförderpumpe. Feuerwehr ist auch schon unterwegs. Sehr schön. Also brauchen wir das Gebäude gleich nicht wieder aufbauen. Hier ist ja auch noch ein Verteilungsbüro fertiggestellt worden. Das hatte ich ja dafür gekauft gehabt, um hier die Ernte besser einbringen zu können. Werde ich dann auch gleich machen, aber ich glaube, wir haben gerade keine gedeckten LKWs mit da. Ne, die sind alle weg. Gut, dann kaufe ich hier mal drei weitere Fahrzeuge. Natürlich auch unter Verwendung von Modfahrzeugen. Und dann natürlich nach Möglichkeit günstigere Fahrzeuge zu wählen. Nur mal kurz mal gucken, welchen ich da jetzt denn genau nehme. Spricht eigentlich auch schon wieder hier auch für den Rabat. 17,2. Ja, gut. Dann nehmen wir hier den. Wieder dasselbe Fahrzeug. Zwei von denen. Ein von. Eben daneben vier. Und dann sagen wir, dass wir hier. Abladen. Hier abladen. Und hier abladen. Und sammeln dann hier alles ein. Ich hoffe, wir kriegen hier alle Felder rein. Ja, bekommen wir auch. Wunderbar. Sehr schön. Und machen die Dinger, wo wir abladen sollen, natürlich ebenfalls gesagt, komplett voll. Sehr schön. Das ist dann auch schon mal abgegessen, der Kuchen. Und dann fange ich jetzt hier mal an, die Straße hier noch abzureißen. Und auch gegebenenfalls hier den Gehweg. Der müsste dann auch ein bisschen weiter weg, um dann hier die neue Kreuzung ein bisschen besser reinzubekommen. Gut. Mache ich dann auch hier wieder so ein Zickzack-Ding wie hier oben. Und hier können wir schon mal auch noch. Autobahn noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Gut. Ja, was machen wir denn da? Ah, sehe ich schon hier, dass eine Stromleitung ist ein bisschen im Weg. Müssen wir dann eben halt warten, bis noch der Rest abgerissen worden ist, zurückgebaut worden ist. Hier sind momentan keine Arbeiter mehr da. Jetzt kommen sie. Nee. Sehr schön. Gut, hier ist in der Straßenbau auch schon relativ weit fortgeschritten. Dann kann ich ja hier auch schon mal. Moment. Abbrechen. Abbrechen. Hab vergessen, das kann ich ja gleich hier auf. Ah, so ein Mist. Scheiße. Einmal nicht aufgepasst. Muss ich das dann gleich noch ein bisschen anders hier umändern hier. Scheiß drauf. Passiert. Gut, okay. Hier sind dann auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Arbeiter sind da, wunderbar. Da muss der ganze Schutt jetzt nur noch einmal abgetragen werden oder abtransportiert werden. LKW ist dann wahrscheinlich auch unterwegs, ne? Ja, wunderbar. Wunderbar.
denn hier vielleicht überhaupt eine Brücke durchbekommen? Betonplattenbrücke. Kein Parallelbau. 1, 2, 3. Ja, andere Konstruktion ist wieder im Weg, das ist ja schon klar. Entfernen, gut. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwas reinbekomme. Drei. Auffahrt reinbekommen, ne? Man kann es ja erstmal probieren. Versuch macht Glück, ne? Und dann wieder hier. Geh wieder auch schon mal weg. Guck mal, ob ich hier was reinbekomme. Nee, hier bekomme ich nichts rein. Dafür stehen die Strommasten zu dicht aneinander. Scheiße. Sowieso zwei Umspannwerke da. Dann muss ich mal eins hier ebenfalls zurückbauen. Und dann hier verlegen. Dann würde ich hier eine Brücke reinkriegen und hier auch eine Auffahrt. Brücke, 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 da Balkenbrücke. Schnellstraße durchbekomme, ne? Also wie gesagt, man kann es ja jetzt erstmal probieren. Aber so wie das momentan ein bisschen aussieht, glaube ich eher nicht daran. Muss ich einfach erstmal warten, bis das hier zurückgebaut worden ist. So, die Leute sind da, wunderbar. Müssen wir jetzt nur noch warten, bis der Müll abgetragen worden ist. Oder der Schrott, besser gesagt. Und dann können wir es mit der Brücke hier versuchen. Und machen dann hier vielleicht so mit diesen kleinen Auffahrten hier Ein- und Ausfahrten. So in der Richtung, ne? So, zwei Müllautos werden benötigt. Einer ist schon unterwegs. Der ist hier, sehr schön. Fehlt jetzt nur noch gemischter Müll, ist hier nur noch vorhanden. So, alle hinzugefügt worden. Hier sind noch keine Vorfahrtsregelungen. Machen wir das jetzt einmal so. Vorfahrtsregelung, sehr schön. Und hier haben wir Vorfahrtsregelungen, ja gut. Vorfahrtsregeln, Vorfahrtsregeln. Hier haben wir keine, aber wir würden ja sagen, dass hier dann die Vorfahrtsregeln weitergehen. Das heißt, 2 muss Vorfahrt gewähren und die 3 bekommt Vorfahrt. Und hier haben wir das ja auch schon drin, ne? Wunderbar. So, die Strommasten sind jetzt weg. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier 1, 2, 3... Wirklich, der Platz reicht da nicht aus. Schade. Sieht nicht danach aus, als ob das funktionieren würde. Schade, schade, schade. Wäre schön gewesen, aber ist leider nicht der Fall.
Dann müssen wir doch hier mit irgendwie mit dem Kreisel arbeiten. Gut, mal schauen, wo wir hier am besten jetzt den Kreisel reinbekommen. Jetzt fahren schon wieder die ersten Autos durch, aber nicht für lange. Funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Genau, das ist das, was jetzt noch stört. Also muss ich das hier noch mal ein bisschen umändern. Schade. War ansonsten schon mal eine sehr gute Idee gewesen. Das Ding hier einmal ein bisschen länger raus. Das ziehen wir hier so raus. Und dann hier nochmal. Oh, besser geht's nicht. Gut. Wieder ein Brand in der Fabrik. Aha, hier oben aber Feuerwehr schon da. Sehr schön. Komm her. Ach, jetzt spackt er hier wieder rum. Aber hier die andere Seite können wir wahrscheinlich schon mal anfangen, ne? Ja, wunderbar. Ziehen wir hier ein bisschen parallel und dann gehen wir hier in eine schöne Kurve dann, auf den Kreisel zu. Nee, das ist mir zu hässlich. Jetzt können wir hier. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Oh, wird jetzt ein bisschen ovalig, ne? Und das bleibt dann jetzt irgendwie anders. Gut, so müssen wir das dann übernehmen. Und dann müssen wir hier auch noch Asphaltstraßen reinbekommen. Kein schöner Kreisel, aber er wird seinen Nutzen dann zumindest gerechtfertigen, ne? Oder halt, ich habe vielleicht noch eine weitere Idee. Nur noch mal kurz schnell ausprobieren, ob das was wird. Abstoppen, gut. So, die ziehe ich jetzt hier ein Stück weiter raus. Dasselbe mache ich mit der. Hier Brücken. Oh, mal schauen.
Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber dann würde ich hier keine Einfahrt reinbekommen, ne? So, 3 hoch und hier wieder 3 runter. Nee, das nehmen wir nochmal wieder raus. Und dann jetzt einmal auf der gegenüberliegenden Seite. 3. Doch, das würde funktionieren. Jetzt hier müssen wir irgendwie hier die Straße durchfriemeln. Oder zuerst einmal hier die Straße durch. Nicht ganz einfach, nicht ganz einfach. Wieder so zurück, wie ich dich haben wollte. So, dann geht's weiter. Hier wieder runter. Und da muss ich jetzt mal schauen, wie ich hier eine Straße durchbekomme. Sieht schwierig aus, da überhaupt eine Straße durchzubekommen. Vielleicht habe ich ja so mehr eine Chance. Nein. Fast gut. Gut, und dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich da eine Brücke rüber bekomme. Nee, das ist wieder. Das wird wieder so nix. 3. Nee. Also mit einer Brücke wird das hier auf jeden Fall nix. Das sehe ich jetzt schon, oder ich muss hier nochmal diese eine Stromtrasse hier auch nochmal mit zurücknehmen. Dann könnte es vielleicht was werden. Oh, einfach ist das nicht. Zusehen, dass hier die Stromtrasse wegkommt, so schnell wie möglich. Wunderbar, der wird abgetragen. Dann fehlen jetzt noch die 2 Müllautos, die aber jetzt gerade sowieso ja schon auf dem Weg dorthin sind. Sind beide da, wunderbar. Gut, dann ist er weg. Und mal schauen, wie das jetzt mit der Brücke hier funktioniert. Wunderbar, schon mal wesentlich besser. 1, 2, 3. Oh Mann, da ist aber die Feuerwehr schon wieder unterwegs, wa? Naja, egal. 1, 2, 3. Jetzt sieht das schon wesentlich besser aus.
2. Gleiche Länge. Und dann geht es auf der anderen Seite ebenfalls wieder runter. Jo, das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann schließen wir das hier wieder so mit an. Dasselbe gilt dann auch für hier. Haben wir das jetzt hier überall mit angeschlossen. Wunderbar. Und dann muss ich jetzt einmal hier die Abfahrten hier reinbekommen. Kleine Spur. Mit kleinen Fahrbahnen. Nee. Die geht dann nicht so durch. Mache ich erstmal hier von der Seite. Ist, glaube ich, einfacher. Läuft so nicht, wie ich das hier haben möchte. Ah, Mann! Will nicht so, wie ich das gerne hätte. Auch wieder zu knapp, alles wieder zu eng. Gebäude im Weg. Hier würde es ein bisschen funktionieren. Hier würde es klappen. Das ist dann hier sozusagen abgeschlossen. Ich das hier am besten angeschlossen bekomme. Irgendwie hier einen Weg reinbekommen. Hier die Fahrbahn in die andere Richtung, ne? Also die Fahrspur. Ah, muss man lange hier rum und hin und her wurschteln. Na komm. Jetzt funktioniert. Naja, fast so wie ich das kenne hätte. Aber Möglichkeit aber. Beide Spuren auf derselben Höhe, ne? Sieht ein bisschen feiner aus. Nee. Das sieht wieder zu hässlich aus.
Ach, jetzt fängt er hier auch wieder rum zu zicken. Einfach ist das jetzt hier nicht, irgendwie eine Autobahn reinzukommen. Oder Autobahn auf- und abfahrten, besser gesagt. Gut. Ach nee. Hätte ich es doch eben nur genommen. Scheiße. Ach. Eben hatte ich's doch. Das macht das nicht. Scheiße. Müssen wir es so machen. Anders macht er es nichts. Schade, schade, schade. Dann müssen wir das so machen. Dann müssen wir das so machen. Gut. Bleibt nichts anderes übrig, muss das so gemacht werden, aber kann dann jetzt immerhin gebaut werden. Die Autobahn machen wir auf Schnellbau. Das ist zu schnell erledigt. Ja, wir Arbeiter brauchen. Ziehen wir das endlich einmal zu. Jedenfalls. Einsetzen. Mit dem Gehweg kriege ich jetzt hier nicht mehr durch, ne? Doch, höchstens so, einmal hier rum. Können wir dann zur Not machen, wenn die Straße wieder fertig ist. Hier brauchen wir noch Arbeiter. Gut, das ist dann schon mal alles erledigt. Dann müssen wir hier die Stromtrasse wieder verbinden. Hier rüber und so hat er gar nicht angenommen, na gut. Ziehen wir die bis hier hin rüber und schließen sie hier wieder mit an. Gut. Das müssen wir dann auch wieder schnell in Betrieb nehmen. Hier haben wir Strom und da ist die Spannung weg. Gut, wunderbar. Dann wird jetzt die Autobahn hier wieder gebaut. Sehr schön. Ach, habe ich auf Betonbrücken gesetzt, ne? Scheiß drauf, ganz so schlimm.
Gibt Schlimmeres. Naja, gut. Dann schauen wir mal hier unten wieder beim Kieswerk. Ach, hier ist ja die Autobahn wieder weg, die ich ja versehentlich einmal abgerissen habe. Wieder ein brennendes Gebäude. Ein Wohnhaus diesmal. Hier oben sogar. Okay. Und dann muss ich erstmal hier wieder den Kreisel wieder hier richten. Allerdings erstmal auch schon auf Asphaltstraße. Und hier anschließen. Und hier dann dasselbe auch nochmal machen. Hier können wir wieder auch zum Teil auf Parallelbau setzen. Ziehen wir hier raus und gehen dann hier wieder runter zum Parallelbau und hängen uns dann hier dran. Gut. Lebensmittel sind da, wunderbar. Landwirtschaft ist auch am Laufen. Gut. So, die Auffahrten werden dann jetzt fertiggestellt. Wir haben schon die Arbeiter angeliefert, ne? Gut, die Busse sind dafür unterwegs. Sehr schön. Brücken werden gebaut, die Straßen werden gebaut. So wie es sein soll. Gut, das Stück wird auch gebaut. Fahrzeug ist da, finden noch Baumaterial, ne? Wir finden noch ein bisschen Asphalt und dass das natürlich hier ausgebracht wird, der ganze Schmodder, ne? PKP, ET. Aha. Ist das ein Fahrzeug, das wir da LKW transportieren können oder wie muss ich das verstehen? Ladefähig sind nur die Dinger, steht hier auch, ne? E-Lokomotiven. Keine Ahnung, was der Container sagt. Was das jetzt hier zu bedeuten hat. Also wahrscheinlich nur sagen soll, für Fracht und Person geeignet. Irgendwie sowas in der Richtung gut. Schätze ich jetzt mal so. Aber was genau damit gemeint ist. Schwierige Frage, kann ich jetzt so leider jetzt nicht beantworten. Gut. Arbeiter benötigt. Einmal ausgetauscht sozusagen. Ach so, hier. Gut, okay. Gut. Sehr schön. Wir werden noch einmal kurz abwarten, bis abgespeichert worden ist. Gut, wunderbar.
Wie sieht es hier mit der Straße aus? Oh, gut, hier können wir dann auch zwei Fahrbahnrichtungen einstellen. Einmal von hier bis hier. Und hier einmal komplett runter und einmal wieder in die gegengesetzte Richtung. Sehr schön. Damit ist das dann hier auch abgeledigt. Also schon mal ein bisschen weiter gebaut. Sehr schön. Lebensmittel vorhanden. Hier sind auch noch Lebensmittel. Das war gerade der LKW da. Und hier sind Lebensmittel momentan wieder ein bisschen Mangelware. Aber der nächste LKW ist hier zugeteilt. Ja, ist auf dem Weg. Und ist gerade hier unten. Gut, oh, alles in Ordnung. So, hier wird die Fahrbahn fertiggestellt. Hier sind sie schon beide fertig. Wird auch zum Teil hier mit dem Brückenbau beschäftigt. Läuft eigentlich ja wunderbar, sehr gut. Nur, dass ich hier eben halt auf Betonbrücken gesetzt habe und nicht auf montierten Fahrbahnbrücken etc. Ne? Fehlt nur noch eine Lieferung an Asphalt und dann ist das Ding, zumindest das Ding, die erste Auffahrt dann auch fertig. Gut. Hier können die Fahrzeuge auch schon wieder durchfahren. Wunderbar, ne? Ein bisschen Rückstau gehabt. Aber es ist jetzt nur die Frage, wann hier der nächste LKW kommt. Den Baumaterial. Darauf hat er schon. Ach, ist sogar schon fast da. Gut. Gut, dann fehlt jetzt hier gleich nur noch die Walze. Muss das alles auch immer wieder in Ordnung bringen. Oder glattwalzen sozusagen. Fahrzeug ist ja auch schon unterwegs, wunderbar. Und nimmt natürlich den kürzeren Weg. Ist auch besser so. Hier wird sogar auf Handarbeit gesetzt. Sehr schön. Ist sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Dann sind die beiden jetzt gleich fertig. Wir sind auch sogar Arbeiter dabei. Wunderbar. Nur fehlt eben halt wieder Baumaterial. Sehr gut. Das Stück ist dann fertig. Wunderbar. Dann dauert es auch nicht mehr lange. Achso, das Fahrzeug wollte ich nur einmal drehen, alles klar. Aber war klar, dass hier ein bisschen mit Rückstau zu rechnen war. Einsetzen. So. Die Fahrzeuge in Vorfahrt und die hier müssen natürlich gegebenenfalls einmal warten. So, auch die Straßenwalze ist da. Und wird das Stück jetzt fertig gebaut, dann müssen wir jetzt noch darauf warten, dass die Brücke fertig wird. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, sehr gut. Arbeiter, schön, ja. Und reicht das Baumaterial hierfür aus? Genug im LKW drin? Ja, reicht sogar aus, wunderbar. Und die Arbeiter, die noch hier vor Ort sind, sogar auch allein. Sehr gut, dann können die Fahrzeuge schon mal wenigstens wieder hier geradeaus durchfahren. Und auch wieder
Vorfahrtsregelung einstellen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Hauptsächlich heute nur dabei zuzuschauen, hier um eine Auffahrt und sowas reinzubekommen. Und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auch die Stromleitung ist wieder fertig, ne? Wunderbar, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.